Nö, kostet mir zu viel Gold. Hey, Sir. Wo wäre? Oh, da drüben ist noch Gold, wenn wir brauchen. Ja, das hier sorgt dafür, dass Türme mehr Schaden an Schiffen machen. Hey, Sir. Dies war ja. Ja. Zerstürme. So, mehr Huskarle. Und allgemein mal die Soldaten wieder nach hier unten schicken. Ja, streitet. So, wir brauchen mehr Armbrustschützen auf jeden Fall. Ja. Uwe Rickmann. Heiße? Bereite? Oh Gott, ja. Sprengmeister. Ja, das ist nicht gut. Ja komm, wir können uns das leisten, die zur Elite zu machen. Ja, und da sind Berserker auch noch. Okay, da kommen sie jetzt da oben wieder sehr stark rein. Also ja, im Augenblick sind sie richtige Nervensägen. Aber noch können wir recht gut mithalten. Ja, komm, geh mir jetzt nicht auf die Nerven hier. Okay, sie setzen jetzt ziemlich stark auf Fernkampf. Also muss ich da auch was tun für?
Pace? Ja. Ich bilde zwar Huskale aus. Jede Menge. Allerdings brauche ich auch ein paar Plänker jetzt. Und ja, Speerträger brauchen wir gar keine mehr. Ja, ja, Zerstürme. Oh Gott, Tribocke. Ja gut, ich sollte jetzt auch mal langsam anfangen. Mit ein bisschen. Belagerungskampf. Und den Kampf zu ihm tragen. Sonst haben wir eh keine Chance zu gewinnen. Hey, ja? So, was ist mit euch? Ihr wart mal Steinsammler, würde ich tippen. Holzer. Räte. Dann sammelt ihr jetzt Holz. Ja, dies war sich so. Dies war. Hey, ja, das ich so. So, unser erster Trieb. Unsere ersten beiden Triebbocke sind fertig. Dies war. Dies war. Ja, Flickmann. Bereite, Uwehre. Das heißt, wir können bald mal angreifen. Ja. Streetet, das ist ja. So. Können wir noch was in der Bibliothek? Ah ja. Bereitet, das soll. Dies war Pace? Ja. Bereitet, das ich soll. Ja. Ja. Weitere Verbesserungen, mehr Huskale. Wisst ihr was? Ich erforsche jetzt doch die Anarchie. Dass ich Huskale in den Kasernen ausbilden kann. Nicht nett. So, jetzt gehen wir mal zum Angriff über. Wir produzieren weiterhin schön fleißig Einheiten. Weil rohstoffmäßig können wir es uns sehr gut leisten. So, beide Marine wurde versenkt. Das ist schade. Da kommen gegnerische Truppen. Und greifen meine Trebocke an. Das ist nicht so schön. So, noch mehr Truppen in Ausbildung geben. Sagen wir es können. Ja. Pace, this one.
sein. Da haben sie ein zweites Topfzentrum errichtet. Ja, das ist so. Hey, ja. So, ist aber erstmal weg mit ihrer Belagerungswerkstatt. Ja, ja. So, mehr Truppen. Oh, das wird nicht schön für unsere Tierbocker ausgehen. Deswegen sollte ich mal ein paar neue anfordern. Ja, ja. So, wie ich auch neue Einheiten brauche. Der Reise ist dumme. Ja, das ich soll. Ja, Sasa. Ja, okay, wir müssen uns zurückziehen. Wir haben jetzt zu viel einstecken müssen. Wir haben aber eins ihrer Dorfzentren zerstört. Haben ihre Burg gefunden, okay. Bereite. Ja, ja. So, da gegnerischen Tripok töten. Bereit sich so. Ja, ja. Heiße, streitet. Sasa. Das war. So, noch mehr Einheiten. Heiße? Ja, dies war, dass ich so bereite. Ja, ja, dies war. Bereite, heiße, ja, dass ich so. Ja, heiße, dies war, dass ich so. Meine verstreuten Einheiten mal einsammeln. Ach ja, je, da oben ist nur noch einer, der Gold sammelt, hä? Bereite. Ja, streitet. Dies war. Ja, das ist ja. Bereite. Dies war. Ja. Okay, man merkt, seine Angriffe werden schwächer. Wahrscheinlich gehen ihm langsam die Ressourcen aus. Heiße? Dies war. Ja. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja. Bereite sich so. Ja. Zerstürme. Ja. Zerstürme. Oh, neues Dorfzentrum. Heiße, streitet. Bald nicht mehr. Stürme.
So, dann machen wir mal ihre Burg kaputt und hoffen, dass wir jetzt damit vielleicht in die Knie zwingen können. Ja, ja. Dies war. Hase, ja, das ich so. Bereite. Dies war. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir unsere Trimochets schützen, bis die Burg kaputt ist. Also jetzt. Und weitere Truppen ausbilden. Hase, ich so. Ja. Und noch ein paar mehr Trebocke. So, ihr zieht euch zurück, ihr solltet gar nicht so weit ins Fightland vordringen. So, greifen wir weiter Dorfzentren an. Das Match dauert übrigens länger, als ich erwartet hatte. So, reißen wir das nächste Dorfzentrum ein. Holen noch mehr Verstärkungstruppen heran. Und hoffen, dass es dann langsam mal gut ist mit den Dorfzentren. Da ist noch ein Dorfzentrum. Also packt mal zusammen. Hase? Ja. Dies war. Ja. Bereite, dass ich so. Ja. Hase? Dies war. Ja. Ja, dass ich so. Ja. Und dann greifen wir da an. Der fackelt die Bibliothek da ab. Das ist auch okay. Also man merkt, ich kann viel Schwerpunkte auf Infanterie legen, dadurch, dass sie so billig ist bei mir. Na komm, irgendwann muss der Feind sich doch mal geschlagen fühlen. Und ja, man gewinnt dadurch, dass der Feind aufgibt in diesem Spiel. Genau das habe ich gemeint. Gut. Können wir uns ja mal angucken, was er so noch hatte. Außer dem Kanonenschiff hier, mit dem er uns noch böse wollte. Ja, ein bisschen was an Einheiten hatte er noch. Oh, wir hatten da noch viele Triebbocke. Aber wir haben am Schluss gewonnen.
Obwohl er noch versucht hat, eine Burg hochzuziehen und alles. Aber er hatte keine Chance halt mehr. Gut. Gucken wir uns noch die Endabrechnung an. Technologie war eher höher als wir. Aber sowohl Militär als auch Wirtschaft waren wir besser. Yay. Mehr Einheiten getötet, weniger gefallen. Mehr Gebäude zerstört, weniger verloren und so weiter. Ja, er war in Holz besser und im Gold. Wahrscheinlich, weil er zwei Reliquien hatte. Das sieht man, glaube ich, sogar irgendwo. Vier Reliquien hatte er sogar. Boah. Ja. Das war mein Let's Show. Ein bisschen länger, als ich erwartet habe. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick in die Age of Empires 2 Definitive Edition. Also, bis dann.